Von Papst Gregor dem Großen sagt man, liebe Schwestern und Brüder, er sei für lange Jahrhunderte der letzte große ökumenische Papst gewesen, was eine Verständigung mit dem Osten, mit der östlichen Reichshälfte, den sogenannten Griechen, bedeutete. Aber auf eben diesen Papst geht eine Tradition zurück, die uns eben von den Griechen ein wenig entfernt hat. Nämlich die Heilige des heutigen Tages, Maria Magdalena, gleichzusetzen mit jener Sünderin, die kommt, um Jesus die Füße zu salben. Natürlich Alarmstufe Rot beim Feminismus. Das hat der Papst nur gemacht, um ihr sozusagen das Apostelamt unter den Füßen wegzuziehen. Man kann so denken, man muss es aber nicht. Natürlich, diese verschiedenen Marienfiguren, nächste Woche kommt sie gleich noch einmal vor, Martha, Maria und Lazarus. Ist das die gleiche? Ist das Maria von Magdala? Dass diese Figur verschwimmt und man hat sie geradezu zu einer einzigen Figur gemacht. Der Osten, von dem wir uns heute ein wenig inspirieren lassen wollen, ist dieser Tradition nie gefolgt. Maria von Magdala ist hier eine der Myrrenträgerinnen vom Ostermorgen. Sie vom Westufer des Galiläischen Meeres, aus diesem kleinen Örtchen Magdala stammend, die wohl Jesus früh nachgefolgt ist. Sie muss nicht jene stadtbekannte Prostituierte gewesen sein, wie der Westen sie sieht. Bis heute tun wir uns ein wenig schwer und es ist ein bisschen ein Eiertanz, auf den wir gleich noch zurückkommen, in den Hymnen, die wir an diesem Tag singen und beten. Da ist immer nur von jener Tat die Rede, dass sie als stadtbekannte Dame Jesus die Füße salbt. Das ist die Figur, das ist die alte lateinische Tradition. Aber es gibt eine ältere, nämlich sie als eine eigenständige Person zu sehen. Es gibt eine östliche Quelle, die dieser couragierten Frau, die sozusagen die Courage dieser Frau aufnimmt. Diese Quelle verschweigt nicht, dass 7 Dämonen aus ihr vertrieben wurden durch Jesus. Manchmal denke ich, wären es bei uns nur 7, könnte es ganz gut werden. Aber es sind offenbar mehr. Aus dieser Frau 7. Und sie folgt ihm ganz treu. Sie folgt ihm treuer als seine Apostel, die sich alle aus dem Staub machen. Sie ist es, die bis zum Kreuz treu bleibt. Und so sieht diese östliche Quelle sie nicht nur unter dem Kreuz, sie sieht sie nicht nur am Ostermorgen, sondern mit einem Ei in der Hand vor Kaiser Tiberius. Sie will sich beschweren in Rom über das ungerechte Urteil, das dieser Verbrecher Pontius Pilatus gefällt hat. So steht sie vor Tiberius. Und während sie ihm die Auferstehung erklärt, offenbar mit dem Ei in der Hand, ist das nicht großartig? Ist das nicht etwas Wunderbares, mit einem so alltäglichen Gegenstand den zentralen christlichen Glauben erklären zu können? Wo wir doch heute bombardiert werden von einfacher Sprache und von Quasi-Symbolik. Diese Frau nimmt aus der Küche ein Ei und erklärt Tiberius, was die Auferstehung ist. Nämlich, man sieht zunächst nichts, es ist verschlossen, es sieht aus wie ein Stein. Aber innen ist es voller Leben. Ist es so schwer? Während sie es erklärt, wird das Ei rot. Weshalb bis auf den heutigen Tag die Ostkirche sämtliche Ostereier rot färbt. Und wir sollten von diesem Tag an aus, wenn der Papst dieses Fest schon besonders betont, rote Ostereier vorschreiben. Wir sollten im lateinischen Westen diese Tradition übernehmen. Weil diese bunt gefärbten Eier, die wir früher zu Ostern hatten, kriegt man das ganze Jahr im Supermarkt unter Party-Eier zu kaufen. Das hat nichts mehr mit der Auferstehung zu tun. Also rote Eier her. Mit dem Zeugnis der Magdalena, mit ihrer Courage, die Auferstehung aus den einfachsten Dingen zu erklären und dafür gerade zu stehen. Das brauchen wir heute, den Mut dieser Frau und ihr Zeugnis.